Und Shining Star war auch gleichzeitig der Titel. Und wir machen mit einem Stück von Michael Jackson weiter, obwohl ich nicht einverstanden bin, wie der inzwischen vermarktet wird. Das Instrumental von Rock With You wird erstmals Hintergrund für die Malta Info. Und es gibt leider nicht viel Neues aus Malta, deswegen ist das Stück relativ kurz. Fangen wir mit dem öffentlichen Nahverkehr an. Denn der öffentliche Nahverkehr nach Malta ist immer noch ein Thema. Nur einer von vier Arbeitnehmern nutzte 2015 den Bus für die Anfahrt in die Kulturhauptstadt Europas, nämlich Valletta. Das war das Ergebnis eines von der EU angestoßenen Reports. Zum Arbeitsantritt in größeren EU-Städten nutzen dagegen fast die Hälfte der Bürger anderer Länder öffentliche Verkehrsmittel. Dies gilt laut European Regional Yearbook zumindest für die untersuchten 75 Städte. 70% der maltesischen Arbeitnehmer nutzen immer noch das Auto für die Fahrt zur Arbeit in Valletta. Das erklärt auch die schlechte Parksituation dort. Keiner nutzt ein Fahrrad, nicht zuletzt wegen steiniger Straßen und fehlender Radwege, die aber auch anlässlich der Kulturhauptstadt Europas verbessert werden. Über Valletta findet sich daher ein unterhaltsamer Bericht auf unserer Homepage. CharlieKunz.com. Die Sahara wäre doch eine gigantische Solarstromquelle. Ja, die Sonne scheint in Tunesiens Südwesten zuverlässig und konstant. Dank des Londoner Unternehmens Tunur. Will von Ryanair lernen, ausgerechnet von einem Konkurrenten. Tourismusminister Konrad Mizzi stellte ein neues attraktives Preissystem vor. Wie lieber zu den Malta Infos. Das war Dave Fuchs mit Variations on a Theme. In diesem Fall Turn Your Love Around von George Benson. Jetzt kommen die Medieninfos. Normalerweise war diese Melodie für die Malta Infos gedacht. Aber die Medieninfos sind diesmal so umfangreich, dass ich die Musik gewechselt habe. Ein Vortrag erhielt nämlich auf der Next Radio Conference in London den größten Applaus. Nach 23, 31, 55, 1, 2, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland. Once again, my address is Charlie Quinn's Post Office Box 2331. In 555-12, Kreuznach, Rheinland-Palatinate, Federal Republic of Germany. Noch ein Kehr unserer Adresse, Reifmaner, Postbus 23 in den DDF, in 555-12, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland. Vous écoutez le Charlie Prince Show. Und genau da geht's jetzt mit einem Remix weiter und schreibt auch fleißig. Tschüss!
Central Europe. Funky Sounds for Central Europe. Auch im Internet auf lautfm/joy. Lautfm/joy ist die Internetadresse für Soul, Funk, Disco, Breakbeat und House. Hunderte handverlesene Titel der Black Music von den 80ern bis heute. Zahlreiche legendäre Free Radio Airchecks von den 80ern bis heute. Wiederhören macht Freude auf lautfm/joy. Funky Sounds for Central Europe.